du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt er... Erwachsen und bist du naiv? Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben. Die Götter lachen sich schief. Achtet auf Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt. Und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. All die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch nur gefangene Geister. Der Unmut wird immer lauter und die Lehrer schreien sich heiser. Empört euch, dass Hänschen nicht ist, was er sein soll, sondern nur, wer er nun mal ist. Die Götter pullern sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was wisst. Und wenn Hänschen dann Hans ist, der eigene Kinder hat, denen er was erzählt, dann merkt Hans und Kunz und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume und rennt damit ständig an imaginäre Wände und... Jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, der ist dann halt auch zu Ende. Geht ihr nur mal hoch und für erfundene Zahlen und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Das Beste aus Cerealien und Milch, noch ein Carport und noch ein Kredit. Und alle finden's scheiße. Scheißert und kauft trotzdem. Und die Werbung verkauft euch dumm. Und dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehen und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Thank you.
Traumverkäufer, Symptomdesigner. Merkt ihr noch, was passiert? Wer hat euch das Land und das Wasser geschenkt, das ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Wertpapierverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, vernarbten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand hat euch mit Schweigen gestraft und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen. Und sagt ihnen weiter, es würde nicht wehtun, ohne es so zu meinen. Macht ihr ruhig Pläne, ich stehe am Rand, ich sehe euch und ich bin nicht allein. Hinter mir stehen mehr und mehr Weltfremde, die passen auch nicht hinein. Und jetzt wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht. Kein Augenzwinkern, keine milde Pointe, die das Unwohlsein wieder bricht. Irgendwann werden die Götter nicht mehr lachen und falls es mich dann nicht mehr gibt, hinterlasse ich ein Kind, was sich selbst gehört und dies unhandliche Lied. Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe. Damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch und nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört, der sich über Zensur immer sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte er, wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwältin bezahlen. So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an, was dann passieren würde, ich kann es euch sagen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nein, ich wäre nicht wirklich Danger Dan, wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist, und will euch meine Meinung hier erzählen.
Jürgen Elsässer ist Antisemit. Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt doch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalloh gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Juristisch ist die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mach ich es mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst weit gedeckt.